Servus Freunde, herzlich willkommen zu der Division Beta und dazu einen kurzen Fazit. Also ja, kurz würde ich mal jetzt, will einfach noch kurz meine Gedankengänge hier festhalten und währenddessen spiele ich halt noch nebenbei. Ja, die Beta ist halt gestern draußen. Ich habe es gestern mit Dr. Comrade und noch einen Kumpel von mir gezockt. Die hatten ja anfangs Probleme mit der Steam-Version, weil es ja irgendwie nicht freigeschalten wurde. Und dann wurde es eh wieder freigeschalten, also ist das nicht so stressig jetzt, ehrlich gesagt. Aber ja, so, folgendes. Es ist nicht schlecht, also ich würde es mir jetzt nicht so sagen, dass es das beste Game ist. Ich war halt, es ist halt noch immer die Beta, ne? Also das muss man auch beachten. Was halt das kleine Problem ist, ist, was mich halt schon ein bisschen genervt hat, ist einfach, der Fun-Faktor, also der ist ziemlich schnell weg gewesen. Also wir haben jetzt ein paar Missionen gespielt und keine Ahnung, also es hat jetzt so, die Missionen waren cool und dann war es eigentlich wieder vorbei. Also war halt nicht schlecht, ne? Aber jetzt, dass ich jetzt das länger zocken könnte, die Missionen, vielleicht wenn sie die Missionen ein bisschen interessanter geschalten, meistens ist es ja nur reinstürmen, wegschießen und wieder raus, ne? Und halt einen kurzen Endboss. Was halt mich am meisten gestört hat, war die Dark Zone. Also Dark Zone, ich hätte mir jetzt da mehr erwartet. Ich dachte, es wären so zwei Fraktionen, die was gegeneinander kämpfen. Stattdessen ist es einfach irgendwie, alle sind freundlich und sobald einer Rogue geht, kannst du ihn wegschießen und ihm seine Sachen stehlen. Also kann dir eigentlich jederzeit jemand in den Rücken fallen. Ich meine, ist ein witziger Faktor, aber ist nicht gerade das Interessanteste, ne? Oh, scheiße. Warte kurz. Also nicht schlecht, aber ja, also es fehlen auf jeden Fall noch ein paar kleine Sachen. Was zur Grafik ist, also Grafik würde ich sagen, sie haben es downgraded. Nicht wirklich jetzt brutal. Nicht wirklich jetzt arg downgraded, aber schon ein bisschen, man merkt es. Ja, sorry, ich bin gerade ein bisschen am Play. Weil normalerweise macht mehr ein Fazit, wenn. Normalerweise macht man ja ein Fazit, wenn man das schon gespielt hat. Ich mache das einfach mal live nebenbei. Weil er meinen. Also es hat schon so einen Co-Faktor. Also. Sorry. Es hat schon so einen Co-Faktor. Und auch das RPG-Element, dass man alles sammelt, also. Und dass man halt immer auf das beste Loot schaut und so weiter, das ist alles schon da. Aber es fehlt halt, wie gesagt, ein bisschen was und ich weiß nicht, ich befürchte halt einfach, dass es jetzt, und das hat meiner Meinung nach, dass es einfach nicht etwas für die lange Zeit ist, ne? Dass man da jetzt ewig spielen kann. Wenn sich vielleicht neue Elemente einbauen und so weiter, dann könnte es sicher länger gehen, aber wir müssen ein bisschen was machen. Ein paar interessante Missionen und so weiter. Das wäre auf jeden Fall drinnen, würde ich mal sagen. Nein, sie können. Sie haben jetzt was Schönes zusammengekriegt. Ich meine, die ganzen. Jetzt ohne. Das Overlay ist ziemlich geil, was sie da eingebracht haben. Ich meine, zum Beispiel, wenn man so etwas sieht, also hat was Splinter Cell-mäßiges, ganz ehrlich gesagt. Und auch das, dass man einen Charakter individualisieren kann. Und alles schön und gut, aber halt ja auch das Feature, dass man seine ganze Ausrüstung selbst gestalten kann, dass man das Aussehen verändern kann und so weiter und so fort, ist alles geil. Aber als was den Gameplay-Faktor betrifft, da habe ich halt meine Sorgen, dass es halt einfach nicht etwas für die Langzeit ist, ne? Dass man nicht jetzt, keine Ahnung, das Wochen, Monate zocken kann. Außer sie ändern hier irgendwas. Was hat er? Bitte schön. Core Mask, okay. Ja, aber wie gesagt, Grafik haben sie bisher downgegradet, man merkt sie. Ist jetzt nicht so atemberaubend, wie es jetzt in den Videos waren. Nicht brutal downgegradet, aber schon, man merkt es. Also, und ich glaube, es liegt wieder mal
ganz einfach an den Konsolen, weil die Konsolen das nicht packen können und deswegen haben sie es einfach downgraded. Ich weiß ja eigentlich nicht, was so schwer daran ist, dass man hier zwei separate Versionen erstellt. Eine für PC, die was halt einfach ein bisschen mehr Power hat, schön aussieht und dann halt einfach für die Konsolen, dass sie das auch packen können. Ich meine, ist ja nichts dabei. Ist ja nicht schlimm. Oder fühlen sich dann die Konsolenspieler ausgeschlossen? Ich meine, keine Ahnung, bin selbst ein Konsolenspieler, aber mir wird das nicht stören, wenn es auf PC einfach schön ausschaut. Ja, das war eigentlich mein Fazit dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, lasst es in die Kommentare. Servus, Freunde.